Hallo meine lieben Gamer zu einem weiteren Vlog hier von der Gamescom. Ich bin jetzt hier schon mal auf der Gamescom. Hinter mir sind noch die Besucher, die auf die Gamescom wollen, denn wir haben noch vor 10 Uhr und die Tore sind noch nicht offen. Und ich warte jetzt eigentlich nicht, bis die Leute hier mich überrennen. Ich gehe jetzt nämlich schon mal rein und schauen wir mal, was heute so geboten wird. Jetzt, meine lieben Leute, bin ich bei Ubisoft und da gibt es vor allen Dingen zwei Dinge, die ich anspielen wollte. Das erste ist Skull and Bones, das ist hinter mir. Ein Piraten-Action-Spiel, wo man sein eigenes Schiff hat und andere versenken muss. Das Ganze Online-Multiplayer, aber auch mit vielen KI-Spielern. Es gibt auch eine Kampagne, glaube ich. Ein Riesenspaß, ganz wie ein Black Flag. Also stellt euch quasi vor, ja, Assassin's Creed, Black Flag, nur mit Piratenschiffen. Ohne Schleichen und dann habt ihr eigentlich Skull and Bones und ich habe richtig Bock drauf. Das sieht nämlich echt fantastisch aus und macht richtig Laune. Das zweite bei Ubisoft ist natürlich, ihr könnt dreimal raten, was das andere ist. Das Moment, da muss ich erstmal die Kamera hier wenden. Das sieht man gar nicht, weil es überstrahlt ist. Das ist Assassin's Creed Odyssey. Das neue Assassin's Creed, das jetzt in Griechenland spielt, nicht mehr in Ägypten. Und da könnt ihr euch vorstellen, stellt euch Assassin's Creed Origins vor, kombiniert mit Black Flag, weil es gibt auch Piratenschiffe, beziehungsweise nicht Piratenschiffe, aber eigenes Schiff, das ihr steuern könnt und auch Schiffsschlachten. Kombiniert mit 300, dem Film, weil es gibt auch Spartaner und entsprechend auch Massenschlachten. Auch sehr spannend, hat mir auch gefallen, spielt sich sehr ähnlich. Kampfsystem war ein bisschen komisch, also nicht komisch, ein bisschen langsamer, ein bisschen wuchtiger. Und zwei spielbare Charaktere. Der Name, ich weiß, also einmal der männliche Held und einmal der weibliche Held, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber sehr nice, gefällt mir, freue ich mich drauf. Jetzt befinde ich mich am Stand von Electronic Arts, die mal wieder, wie jedes Jahr, so gefühlt die halbe Halle gemietet haben. Aber diesmal gibt es eigentlich nur zwei interessante Spiele hier zu sehen. Es ist ein bisschen leer hier, muss ich sagen. Das erste ist natürlich FIFA 19, klaro, das neue FIFA kommt raus und ja, kann man hier natürlich schön anspielen, logischerweise. Und das zweite große Ding ist natürlich Battlefield 5. Als Blickfang hier zumindest ein Jäger aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich denke, das sieht mir aus wie eine Spitfire. Von hier bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Anspielstationen, die teilweise schon benutzt werden, teilweise noch nicht. Ich bin mal wieder Backstage im Business-Bereich und damit kommen wir auch zum Spiel der Messe, zumindest für mein persönliches Highlight der Messe, Cyberpunk 2077. Das neue Spiel der Macher von Witcher und das meist gehypte Spiel seit der E3, eigentlich völlig zu Recht. Es gibt eine Präsentation hier hinter verschlossenen Türen. Ich habe eine Einladung bekommen dafür noch. Man durfte nichts filmen, es ist immer noch... Man kennt das Spiel nur vom Hören sagen, aber es ist wirklich unglaublich atmosphärisches Open-World-Werk, das wirklich den Namen gerecht wird. Das ist eine unglaublich geile Cyberpunk-Welt, eine dystopische Zukunftswelt, die unglaublich immersiv ist, unglaublich glaubhaft und man erlebt das Ganze aus der Ego-Sicht. Es ist ein First-Person-Rollenspiel. Man erledigt bestimmte Aufträge, die jetzt, ich sage jetzt mal, Genre-Standard sind eigentlich. Man kann frei vorgehen bei den Missionen, man kann schleichen, man kann mit den Leuten verhandeln, man kann sie auch einfach nur wegknallen. Es gibt absolut abgefahrene Waffensysteme und auch Implantate. Typisch Cyberpunk, man hat natürlich verschiedenste Implantate, die man sich einsetzen kann, die man upgraden kann und dann kann man entsprechend anders vorgehen im Spiel. Und das Ganze scheinbar spielt es ja nur in einer großen Stadt, aber die ist unglaublich kompakt und voll mit Leuten. Wie gesagt, ich freue mich richtig drauf. Es hat noch keinen Termin, man weiß nicht mal, für welche Plattform es kommt, aber der Hype ist real. Und das war's eigentlich schon wieder von diesem Vlog. Hoffe, ihr hat es euch gefallen. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren und ein Gefällt mir da lassen und natürlich gerne die Glocke aktivieren. Und dann sieht man sich gerne beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin.